So, YouTube. Hallo, herzlich willkommen zu Thrones and Liberty. Wir sind wieder drin. Wir suchen die Goblin-Steinwerfer und die Goblin-Felder ab. Nach wichtigen Hinweisen, Geschichten und Optionen. Goblin-Schamane. Na, den lassen wir mal kämpfen. Wir müssen, glaube ich, den Stein erst aktivieren oder haben wir das schon getan? Bin mir gar nicht mehr so sicher, ob wir das gemacht haben. Nochmal, nicht? Naja, dann gucken wir es uns nochmal an. The seeds of a flower with jewels for petals fell on an unnamed land and it became the beautiful field it is today. Goblins have long occupied and mined this mysterious gem-rich land and they do not hesitate to slaughter any human who dares disturb them. Wunderbar. Okay, dann hier rumlaufen. Was haben wir da drüben? Wildkräuter. Oh, ich weiß schon gar nicht mehr, wie man richtig kämpft hier. Das müssen wir jetzt alles herausfinden. Okay, erster Gegner weg. Zu weit weg. Ich wundere mich schon die ganze Zeit, warum nichts geht. Ah, die hier sind noch easy. Von da hinten kamen wir ja sogar. Was haben wir hier? Ah, Steine und Co. Genau, die brauchen wir, um Sachen irgendwie herzustellen. Wo ist denn das Zeug? Da. Mondsteine. Uha. Wer kennt noch Pokémon? Da konnte man mit Mondstein sein, wie war es? Pippi und Pummeluff weiterentwickeln, nicht wahr? Ja. Das waren Zeiten, sage ich euch. Oh. Einmal kurz weggeguckt, fast weggesnackt. Weg mit dir. Stirb. Wunderbar. Ja, ich überlege auch nochmal, den Stab gegen Dolche vielleicht zu ändern. Weil so zwei Fernkampfwaffen theoretisch, nicht? Ist irgendwie so nicht ganz so praktisch. Was haben wir hier? Hier feiern sie eine Party. Ritualgegenstände, brauche ich die? Wir gucken mal. Kann ich die angreifen? Haha! So, wir haben ja hier einige Sachen auf. Sammelgegenstand. Goblin in Tanzfieber müssen wir besiegen. Ah, das sind denn die da. Ja dann. Der ist im Tanzfieber. Sehr schön. Na, helfen wir hier noch kurz. Na, also manchmal ist mit der Markierung der Gegner... Oh, das ist ein Buch. Manchmal schwierig. Das mag ich noch nicht, das System. Der hört manchmal einfach auf, wenn man nicht rechtzeitig Tab drückt und steht dann einfach nur so rum. Und man denkt so, mach doch was. So, da ist noch Holz. Das nehmen wir mit. Was braucht man noch? Bezwinge riesiger Goblin-Schlechter. Oh. Okay, wo soll der sein? Riesiger Goblin-Schlechter. Vor uns könnte einer sein. Na, dann gucken wir mal. Wie riesig kann der schon sein, nicht wahr? Ah, okay, er wurde entfernt. Jetzt da hinten. Oder er bewegt sich. Kann natürlich auch sein. Das ist Goblin schlecht, aber kein riesiger. Goblin Steinwerfer. Hm.
Das sind alles nur Goblins schlechter normaler Größe, würde ich sagen. Steinwerfer. Na gut, oder da drunter der. Es haben eine Goblinbeute von Ustellafeldern. Okay, wir müssen eh Goblins noch töten. Komm. Ja, schön. Knoblauch. Der zählt nicht als Goblinbeute. Na gut. Weg mit dir. Oh, hier ist ja auch Holz. Das nehme ich. Ich weiß gar nicht, was ich alles damit machen kann. Das müssen wir alles noch evaluieren und herausfinden. Ey. Sorry, ich war gerade... Jetzt markiert er ihn wieder nicht. Oh, jetzt. Hab das Gefühl, das ist manchmal so ein bisschen laggy, das Auswählen der Gegner. Bis der Server merkt, oh, den hat man ausgewählt. Goblin-Schamane schlechter, aber auch kein riesiger. Ey. Schleicht er sich einfach von hinten an. So. Der schleicht sich nicht mehr an. Aufwiegler. So. Kämpfer. Vielleicht ist der unser Ziel. Nee. Wunderbar. Britze, Britze. Zählt auch nicht. Mann, was soll ich denn sammeln für Mist? Gib mir dein Zeug. Ich habe Aufgaben zu erledigen. Oh. Ich habe noch nicht die richtige Reihenfolge herausgefunden, wann ich die Sachen wie drücken müsste, nicht? Okay. Muss ich hier irgendwas beschwören oder so? Oder hier waren die einfachen Sachen. Wir gehen mal weiter tiefer rein. Hier können wir noch Kräuter sammeln. Nehmen wir mit. Brothers, we must reclaim the Starlight Observatory. Ja, ja. Gather our force and invade. Sehe ich genauso. Wo ist denn hier die Pflanze? Da. Sehe sie noch nicht. Soll genau vor meiner Nase sein. Da! Nicht erkannt. Wow. Wildkraut. Wildkraut bleibt Wildkraut und Wildkraut bleibt Wildkraut. Kriege ich richtig gut hin, nicht wahr? Ne, ich kann diese ganzen Sprüche nicht. Könnt ihr die? Blaukraut bleibt Blaukraut und Brautkleid bleibt Brautkleid. Oh. Fischers Fritz fischt frische Fische, frische Fische fischt Fischers Fitz. Fitz, ja, Fitz, ja, ja. Fitz, Fitz. Fitzgerald. Okay, da ist ja unser eigentliches Ziel. Dann bewegen wir uns so langsam darauf zu. Und wir gehen hier natürlich wieder rein. Vielleicht finden wir noch ein paar Entwicklerkommentare. Da haben wir ja schon zwei gefunden in den letzten Folgen. Wäre cool, wenn wir dann noch einen hätten. Oh. Level 18. Schaffen wir die? Oh, die kann auf jeden Fall... Aua machen. Ah, wir machen mehr Aua. So. Nicht genug Weltenraumblätter. Für was? Ey, für was brauche ich die denn?
Okay, den wiegeln wir gleich mal mit auf. Level 14 sind wir. Da müssen wir noch ein bisschen Strecke machen, ne? Na komm. Weg mit dem. Und. Weg mit ihm. Sehr schön. Gebratenes Wildschwein am Spieß. Aber ich glaube, das ist nicht das Gebiet, wo wir hin müssen. Goblin-Schlechter. Ich meine, so einen riesigen Goblin-Schlechter, der wird mir doch ins Auge fallen, nicht? Der müsste doch so eine erhabene Gestalt sein, die über Schlachtfeld trabt. Wahrscheinlich episch, legendär, groß. Falls jemand weiß, wie man den Chat komplett ausblendet, wäre ich eigentlich ziemlich froh drüber. Zeit, Kategorieanzeige, flüstern, automatisch übersetzen. Ich kann halt nur die Sachen ausblenden und den Voice-Chat, aber ich kann nur sagen, immer anzeigen und die Schriftgröße noch kleiner machen. Ziemlich nervig. Und wen haben wir da? Lusha. Aber die Reihen haben sich ein bisschen gelichtet, nicht? Die anderen sind alle vorgeprescht, die sind teilweise Level 30, habe ich schon gesehen, viele. Oder noch höher. Zum Glück spielen wir das so ein bisschen ruhiger. Aber ich mag es, dass hier überall auch Leute kämpfen, nicht? Das ist so ein bisschen paradox. Ich mag MMOs ohne den MMO-Anteil, aber dank so einer gefüllten Welt, nicht? Also so eine PvE-Welt, in der man zusammen rumläuft und Sachen macht, das finde ich gut. Aber diesen PvP-Kampfabteil, den mag ich nicht. Das Beute. Okay, die mussten wir sammeln. Sehr schön. Jetzt müssen wir nur noch den Goblin-Schlechter finden. Und der soll da sein. Und nur da. Wenn ich die Karte richtig interpretiere. Na gut. Ja, nee, da unten auch. Muss ich die vielleicht alle besiegen, dass der kommt? Der haut jetzt ab. Weltenraumblatt. Nö. Okay, dann wird er nicht überall da sein. Mann, 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 Mann. Gehen wir mal suchen. Und immer dran denken, liken ist wichtig und gerne abonnieren. Nicht vergessen. Würde mich freuen. Weil ich glaube, heute sind die OGs aus dem Chat nicht da. Das Spiel hier ist eher nicht für die, die Seven Days to Die spielen, glaube ich, interessant. Was wir sonst auf dem Kanal oft machen. Wobei ich es nicht verstehe. Man könnte hier eine schöne Gilde aufbauen, eine Community, nicht wahr? Hätte auch so ein paar Vorteile, Aspekte. Vor allem ist es auch for free. Das heißt, jeder könnte mit einsteigen. Ich glaube auch, die Systemanforderungen sind nicht die allerhöchsten am Ende. Hier ist wieder irgendwas. Ein Buch, sehr gut. Ein Buch. Ein Buch. Zack, zack. Da sind wieder die Aufwiegler. Goblin-Schläger. Schamane. Der interessiert mich auch noch nicht. Was haben wir da? Segenstein. Okay, das ist wieder irgend so ein Gildenzeug.
Naja, listen to me, sagt er. Noch ein Buch. Ich glaube, hier liegen noch viele Bücher rum, die wir abarbeiten müssten. So. Wildkraut. Sternhaufen, bla bla bla, zerstören. Das kann es auch nicht sein. Muss ich die beschwören vielleicht? Hm. Noch Mondstein. Zack, Mannerstahl. Ah, da unten ist die Küste. Da waren wir schon ausgiebig. Tempel der Finsternis beendet. Okay. Oh. Ich glaube, ich habe ihn erkannt. Und werden wir uns mal um ihn kümmern. Oha. Okay, der haut doch ordentlich rein. Sehr schön. Weg ist er. Dann haben wir die Aufgabe erledigt. War ja doch nicht so schwer. Ich habe hier sicher noch ein Buch übersehen. Die Entwicklerbücher liegen hier nämlich meistens in so versteckten Ecken. So am Wasser. Und leuchten orange. Aber wir haben schon ein Kochbuch gefunden und irgendeinen Hinweis auf die Küste. Ich glaube, es gibt immer eins pro Region. So kommt mir das vor. Von daher müsste es hier auch eine geben, die vielleicht auch vom Designer teilweise erklärt, warum das so designt wurde. Und den Eindruck finde ich super spannend. Und wie sollen da hoch? Na gut. Kriegen wir auch hin. Da ist noch ein Buch. Ich mag das Buch sammeln und die anderen Kleinigkeiten, die man nebenbei machen kann. Darren, Stephen. My mother is proud that I've become a god. Schön, schön. Don't worry, it's safe here. Keine Sorge, hier ist sicher. Natürlich, wenn ihr am Eingang steht. Immer. Ich kenne euch zwar nicht, aber ich vertraue euch blind. Was haben wir hier? Und hallo, Mohammed. Mein Alter ist geheim, aber Ü30. Das ist alles, was es zu erfahren gibt. Und willkommen. Was gibt's hier? Ich bin gerade nicht im Dienst. Mir ist nichts aufgefallen. Mir aber. Ein weiteres Buch. Sehr schön. Bewohner, Bewohner. Ich glaube, die haben uns nichts zu erzählen, nicht wahr? In Zell kann man auch nicht rein. Das finde ich ein bisschen schade, dass sowas nicht geht. Das ist ein bisschen schade. Du kannst so viel raten, wie du willst. Ich werde dir darauf keine Antwort geben. Und da ist eine weiße Krähe. Hallo, Krähe. Na du? Es sind zwei Grabsteine nebeneinander. So gut erhalten, dass man ihnen die 10 Jahre nicht ansieht. Okay. Spannend, spannend. Na, hier ist auf jeden Fall noch Gewusel. Erinnert wirklich an die alten WoW-Zeiten. Und noch ein Buch. Wunderbar. Verwalter Speichers. Achso, okay, da können wir jetzt Sachen ablegen. Finde ich nur, ich kann 130 tragen, aber nur 30 ablegen. Weiß ich nicht.
Aber so richtig verkaufen und so kann ich auch gar nichts, nicht? Okay, das ist die Verwalterin. Nach vorne. Ah ja, lasst uns erstmal den Stein erkunden. Weil dann können wir hier nämlich Schnellreisen hinmachen. Wichtig und richtig. Long ago, the mages of Venelux built an observatory to watch the stars in the sky, but the Archeum destroyed the tower, leaving it in ruins. It is now being used as a base for those adventuring in the Estella Fields, Carmine Forest and the Nesting Grounds. Okay, es nur das Ding ist ein Gebiet. Krass. Was genau dazwischen sitzt. Verstehe. Okay. Oh, sie ist blind, oder? Eieiei. Okay, sie hat aber nichts zu erzählen. Noch ein Pergament. Sehr gut. Adventurers who challenge themselves shine. Welcome. Okay, der hat Weltraumblätter und Zwiebeln. Kochen haben wir auch noch gar nicht gelernt, nicht wahr? Okay, von hier könnte man abspringen. Da kommt man hoch. Ah, okay. Da gibt es Schnellreisepunkte. Und da ist noch ein Buch. Zack. Geht doch. Oh, was ist hier drunter? Es sieht aus wie ein Gemälde, aber es wäre unhöflich, es ohne die Erlaubnis des Künstlers genau unter die Augen zu nehmen. Oh, schade. Ach, wir können mal kurz runtergucken. Der Stadtausrufer. Gibt es hier irgendwas? Sieht jetzt nicht so aus. Und hier kann ich doch sicher rein. Okay, hier ist auch nichts. Das ist halt echt ein kleines Such- und Ratespiel manchmal, wo Sachen sind. Dann reden wir mal mit ihr, oder? Bist du die Vertragsverwalter? Bist du der Vertragsverwalter? Sie ist so eine Frau, egal. What can I do for you? Only resistant soldiers can take on contracts. Ich habe dieses Vertragsblatt aufgelesen. Oh, it's you. I heard a lot about you from Nos. Natürlich. You're said to be quite talented. Bin ich immer. Nice to meet you. You've got Clay's token, right? Then you're officially part of the Resistance. While you're here, how'd you like to try taking on a contract? Hmm. Take a look at these contracts. Don't worry. They all have generous rewards. Okay. Jetzt können wir Verträge annehmen. Die ist die Vertragsausmittlerin. Also das hat das Spiel nicht gut erklärt. Ich habe immer in der anderen Stadt gesucht. Mir war gar nicht klar, dass ich erst zu ihr laufen muss, weil er war die ganze Zeit markiert in einer anderen Stadt. Und wir kriegen irgendwelche Pulver und Dinge, nicht? Mit denen man irgendwas machen kann. Es gibt zu viel so Semi-Währung. Hier gibt es auch schon wieder irgendwelche Luzenten, Vertragsmünzen neben unseren Sollern, nicht? Also, und dann gibt es immer noch die Edelsteine und die Pulverchen, die man haben muss, um Sachen zu machen. Ich glaube, da braucht man eine Weile, bis man wirklich reinfindet. Das war bei New World zum Beispiel ein bisschen leichter reinzukommen, weil man halt einfach so Sachen wie Holz und Stein hatte. Das ist ein bisschen greifbarer, nicht? Anstatt, ich brauche 5 Pulver in 8 Farben. Ja, ich glaube, je jünger man ist, desto einfacher nimmt man das noch auf. Aber ich mag es halt, wenn Sachen eher so realistisch sind. Gut, ist eine Fantasy-Welt, die muss nicht realistisch sein. Magisches Pulver. Ja, aber jetzt die Unterschiede sind das hier nur. Lithografie-Rüstung, Lithografie-Zubehör, Rüstung, 12 bis 16, 12 bis 16, Ustella-Felder. Was soll ich machen? Bezwinge Goblin-Steinwerfer und Goblin-Schläger. Kriegen wir hin. Kann ich den annehmen? Goblin-Kämpfer.
Wie viel kann ich annehmen? Aktualisiere, um eine Liste von Verträgen entsprechend einer Stufe anzuzeigen. Zum Aktualisieren musst du mindestens einen Vertrag aus der Liste nehmen. Ja, 12 bis 16 passt. Was hier? Untersuche das Manne-Aufzeichnungsgerät der Ostella-Felder. Das klingt doch spannend. Nutze den Sternrufer-Stein, um Sternstaub-Klumpen zu erhalten. Oh, das klingt nicht ganz so spannend. Goblin-Schamane und Goblin-Kämpfer. Aber wir haben doch Goblin-Kämpfer eh. Kann ich das alles annehmen? Goblin-Schlechter. Goblin-Schläger. Okay. Jetzt ist meine Vertragsliste eh voll. Vertragsziele anzeigen. Okay. Dann gehen wir erstmal die Verträge machen, würde ich sagen. Gibt es hier noch irgendwas, was ich übersehen habe? Hier hinten? Oh. Hier kann man auch abspringen, nicht wahr? Okay. Und hier hoch. Ah, nix. Dann auf. Up and away. Naja, die werden auch markiert. Sehr gut. Auf den gehen wir. Zack. Oh oh. Wo kommen die denn her? Aber egal, ich brauche sie. Passt. So, sehr schön. Hätten wir mal auf dem Hinweg erstmal gewartet, dann hätten wir das alles schon fertig, nicht wahr? Naja, gut. Jetzt lassen die auch erst Sachen fallen, so richtig. Vorher haben die nicht mal was fallen gelassen, nicht wahr? Knoblauch. Also ich bin auf jeden Fall reich an Knoblauch. Okay, der kämpft schon. Zack. Dich brauche ich nicht. Hast Glück, kannst am Leben bleiben. Ich glaube, das sind die ersten richtigen Töten-Quests, nicht? Sonst haben wir eher so wirklich Laubaufgaben gehabt. Und sonst nichts weiter. Sehr schön. Okay. 4 von 8. Wir brauchen noch das Manne-Aufzeichnungsgerät. Okay, das wird spannend. Okay, das haben wir erfüllt. Okay. So, Manne-Aufzeichnungsgerät. Wo könnte das sein? Eins von den Punkten auf jeden Fall. Ich glaube, wir machen erst die anderen weg. Und dann filmen wir es. Oder bezwinge Goblin-Kämpfer. Das da soll es sein. Na gut, laufen wir zu dem Punkt da. Zack. Ich muss sagen, mir macht sowas total Spaß, nicht? Einfach so simple Aufgaben nach der Arbeit. Schön ein bisschen was zerhaxeln. In der Fantasy-Welt, die auch noch recht gut aussieht. Wow.
So, alle Aufgaben fertig, bis auf das Mana-Gerät. Sehr schön. Ah, da ist es. Das werte Mana-Gerät. Wunderbar, haben wir auch erreicht. Dann können wir die abgeben, nicht wahr? Oder kriegen wir das direkt? Egal, wir brauchen eh neue. Und wo ist das? Das ist auch hier. Okay. Wenn nur noch zwei Monumentsteine von Ritual der Sternlichtsteine übrig sind, gib Sternpulver ab. Das ist wieder so ein Event. Wann findet das denn statt? Ey. Ich wollte hier gerade was gucken. Wo sind die Wachen, wenn man sie mal braucht? Oha. Wachen. Sehr schön. Was haben wir da? Fancy. Man sollte nicht an unsicheren Orten stehen, nicht wahr? Und Sachen machen. Und du kannst der Fähigkeit zusätzlich Fähigkeiten geben. Okay. Öffne Fähigkeitenspezialisierung. Schon wieder was Neues. Oha. Ich würde aber sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Kleiner Cliffhanger.